Hallo zusammen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer geringen und einer nicht geringen Menge bei Betäubungsmitteln? Mit genau dieser Frage beschäftigen wir uns in dem heutigen Beitrag. Viele von euch fragen sich vielleicht, was ist der Unterschied zwischen einer geringen, einer nicht geringen Menge, was ist eine normale Menge bei Betäubungsmitteln? In diesem Beitrag wollen wir uns genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Was ist eine geringe Menge? Und was ist eine nicht geringe Menge? Das sind letztlich die beiden zentralen Mengenbegriffe im Betäubungsmittelstrafrecht. Die geringe Menge hat insbesondere da Bedeutung, wo es möglicherweise darum geht, dass die Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren von der Strafverfolgung absehen möchte, § 31a Betäubungsmittelgesetz. Eine weitere Möglichkeit, von Strafe abzusehen, hat das Gericht, und das steht entsprechend im § 29 Absatz 5 des Betäubungsmittelgesetzes. Was ist eine geringe Menge? Es gibt keine legale Definition, die der Gesetzgeber irgendwann einmal getroffen hat, sondern der Begriff der geringen Menge oder vielmehr die Ausfüllung dieses Begriffes hat sich letztlich aus der Rechtsprechung ergeben. Die Rechtsprechung hat etwas entwickelt, was in die Richtung geht, dass man für den täglichen Bedarf ca. 3 Konsumeinheiten besitzen darf. Wie hoch eine Konsumeinheit letztlich bei dem jeweiligen Betäubungsmittel ist, richtet sich tatsächlich nach dem einzelnen Betäubungsmittel. Bei Marihuana beträgt eine Konsumeinheit 15 Milligramm, bei Kokain sind es 33 Milligramm Kokainhydrochlorid. Bei 3 Konsumeinheiten kommt man dann bei Marihuana auf 45 Milligramm. Das ist der Grenzwert, bei Kokain wären es beispielsweise 99 Milligramm. Bei diesen kleinen Mengen gibt es allerdings immer ein Problem. Die Staatsanwaltschaft holt gerade kein Wirkstoffgutachten ein, sodass man bei Kleinstmengen von 5 bis 10 Gramm jeweils nie genau weiß, wie viel THC sich zum Beispiel in der Menge des Marihuanas befindet. Daher haben sich die einzelnen Bundesländer mittels Verwaltungsvorschriften auf sogenannte Bruttogrenzwerte festgelegt. In Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein sind es zum Beispiel 6 Gramm, während es in Berlin und Bremen deutlich höhere Werte mit 10 bzw. sogar 15 Gramm im Einzelfall sein können. Das bedeutet, wenn man beispielsweise in Niedersachsen mit mehr als 6 Gramm Marihuana erwischt wird, ist man nicht mehr im Bereich einer geringen Menge, sondern im Bereich einer Standard- bzw. normalen Menge. Von der Standard- bzw. normalen Menge wiederum abzugrenzen, ist die nicht geringe Menge. Und die nicht geringe Menge ist letztlich der wichtigste Bereich des Betäubungsmittelrechts, denn man befindet sich dort im sogenannten Verbrechenstatbestand des 29a, 30 oder 30a Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, wir reden hier über eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr. Was ist jetzt die nicht geringe Menge? Die nicht geringe Menge richtet sich ebenfalls wieder nach dem Wirkstoffgehalt und der jeweiligen Anzahl der Konsumeinheiten. Wir erinnern uns, bei Marihuana war der Grenzwert der geringen zur normalen Menge 3 Konsumeinheiten à 15 Milligramm. Hat jetzt jemand 500 Konsumeinheiten à 15 Milligramm, dann hat er 7,5 Gramm THC. Und das ist genau der Grenzwert von der normalen zu nicht geringen Menge. In diesen Fällen, in denen die Staatsanwaltschaft eine große Menge an Betäubungsmitteln sicherstellt, wird immer ein Wirkstoffgutachten in Auftrag gegeben, um festzustellen, wie viel eigentliches Betäubungsmittel sich in dem Gemisch, zum Beispiel bei Marihuana, befindet. Weiteres Beispiel, jemand wird mit 50 Gramm Marihuana erwischt. Es wird ein Wirkstoffgutachten gemacht und dieses Wirkstoffgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass 15% THC sich in diesem Gemisch befinden. 15% von 50 Gramm sind 7,5 Gramm. Das bedeutet, man ist im Bereich einer nicht geringen Menge. Und das hat ganz weitreichende Folgen, auch im Ermittlungsverfahren verschließen sich dort Einstellungsmöglichkeiten und man ist in jedem Fall beim Amtsgericht am Schöffengericht, beim Amtsgericht beim Schöffengericht und es droht eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr. Wie ihr seht, die Mengenbegriffe im Betäubungsmittelstrafrecht sind sehr vielseitig, sehr individuell. Bei jedem einzelnen Betäubungsmittel ist es tatsächlich anders. Und ich freue mich auf eure Fragen, auf eure Anregungen, auf eine Diskussion zu diesem Thema und würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram bei Deinem Strafverteidiger folgt.